Hallo und Servus zum Super Sonntag bei BEV TV. Sie sehen's, zwei Spiele haben wir für Sie noch im Programm. Der SSV Jahn Regensburg gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Aber wir starten natürlich hier im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße zum großen Münchner Lokalderby zwischen dem TSV 1860 München 2 und dem FC Bayern München 2. Und wir geben ab zu unserem Kommentator Stefan Kumberger. Derbyzeit in München, na klar, da ist die jeweilige Prominenz natürlich gerne dabei. Für die Löwen am Start Cheftrainer Benno Müllmann auf der Suche nach Talenten für die erste Mannschaft. Dahinter Sportdirektor Oliver Kreuzer, der Mann mit der roten Vergangenheit im Fachgespräch mit der Presse. Und auch die Mannen vom FC Bayern lassen sich natürlich nicht lumpen. Joshua Kimmich und Sebastian Rode waren zum Daumendrücken gekommen. Aber das war's noch nicht. Ein ganz besonderer Gast war auch noch da. Hassan Ismaik, der Investor, war zu Gesprächen mit Oliver Kreuzer in der Stadt und hatte anschließend ebenfalls den Weg ins Stadion gefunden. Es war also alles angerichtet für ein klasse Derby. Blau gegen Rot, Rot gegen Blau. Diesmal die Löwen mit einem Heimspiel. Diese Partie lässt keinen Münchner kalt. Neutral ist da niemand. Super Stimmung auf Giesings Höhen, trotz des miesen Wetters. Ruhig war es nur während der Schweigeminute für die Opfer der Terroranschläge in Paris. Dann endlich Fußball. Und in der 11. Minute die erste Gelegenheit für die Löwen. Da stehen sie zu 6 zusammen, hacken da was aus, hin und her. Wer war beim Freistoßtraining der Beste? Wer nimmt dem Keeper die Sicht? Wer stört in der Mauer? Letzten Endes darf sich Karger die Kugel zurechtlegen. Spannung bei den über 10.000 Zuschauern. Schiedsrichter Günther Perl ordnet nochmal die Mauer. Dann Kargers Auftritt. Fast waagerechter Anlauf und drin ist die Kugel, 1:0. Das Derby hatte seinen ersten Hauptdarsteller. Nico Karger bringt die Löwen in Front. Und wie? Da sehen wir nochmal, wie der 20-Jährige anläuft. Genau am Pfosten schlägt der Ball ein und Bayern-Keeper Andreas Rössel steht da wie erfroren in seinem Tor. Wegen der vielen blauen Spieler, die sich da vor ihm platziert hatten, sieht er den Ball ganz, ganz spät. Letzten Endes zu spät. Die Bayern hatte der Rückstand also eiskalt erwischt. Nur mühsam versuchten sie es nach vorne. Aber spätestens 30 Meter vor dem Tor der Löwen wurde es für die Roten ungemütlich. Taffertshofer langt hierhin. Gesunde Derbyhärte. Es ging einfach zur Sache. Der gefaulte Gaudino konnte weitermachen. Wie gesagt, die Bayern kaum im Spiel. Die Löwen besser, bissiger. Vielleicht kann ein Standard den Roten ja helfen. Green steht da bereit, aber sein Versuch bei weitem nicht so durchdacht wie der von Karger vorher auf der anderen Seite. Und auch der zweite Versuch brachte nichts ein. Die Löwenfans konnten sich das ganz, ganz entspannt ansehen. Noch ein Beispiel für die rote Harmlosigkeit gefällig. Fast eine halbe Stunde gespielt. So sah das bei Bayern offensiv aus. Green planlos, orientierungslos. Keiner hilft ihm da. Leichte Beute für die kleinen Löwen. Ärgerlich für FCB-Trainer Heiko Vogel. Sprung auf die andere Seite. Wieder ein Standard. Wieder darf Karger den Freistoß ausführen. In der Mitte rauscht Lacazette heran. Gute Chance für den 21-Jährigen nach 37 gespielten Minuten. Das Spiel wurde nun so langsam zum Festival der Standards. Klar, bei dem Wetter auf dem Boden ist Fußballspielen nicht immer leicht. Der Unterschied war aber, dass die Bayern nichts aus ihren Möglichkeiten machten. Im Gegenteil, die schenkten die Bälle her. Helmbrecht macht sich da auf die Reise, eine lange Reise. 30 Meter, 40 Meter, 50 Meter. Jetzt ist er am Strafraum. Zündung! Rössel ist da, aber Helmbrecht darf nochmal. Ja, da fehlt jetzt aber die Kraft. Es ging also mit der knappen Löwenführung in die Pause. Vollkommen verdient das Ganze. Der FC Bayern 0,0 im Spiel. Beim TSV konnte man hoch zufrieden sein.
Halbzeitpause im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße beim Lokalderby Rot gegen Blau. Und es ist auch der Cheftrainer der Profis da, Benno Mühlmann, grüß Sie herzlich. Hallo, grüß Gott. Herr Mühlmann, erste Halbzeit natürlich aus Löwensicht super gelaufen und ein Traumfreistoßtor. Ja, so kann man es zusammenfassen. Ich denke, es ist für diese Verhältnisse heute ein gutes Spiel, ein gutes Regionalligaspiel, wo es wirklich auch teilweise rauf und runter geht. Nicht so riesig viele Torchancen da sind, aber diese Freistoßsituation am 16er haben wir sehr gut genutzt. Freistoßtore kann Nico Kara und vor allem, er hat auch in Unterhaching schon den Bayern-Treffer des Monats erzielt. Jetzt hat er wieder hier ein Tor erzielt. Wann sieht man denn vielleicht diesen Spieler mal oben bei Ihnen? Ja, das weiß ich noch nicht. Er hat ja schon zumindest eine Trainingseinheit mal mitgemacht. Ich weiß schon, dass er zum Tor hin sehr gefährlich sein kann. Aber wir haben auch andere Spieler, die auch im Moment einfach noch vor ihm sind. Das muss man so sagen. Und wenn er so weitermacht, wird er sicherlich auch seine Chance noch bekommen in naher oder etwas entfernterer Zukunft. Das kann ich jetzt nicht sagen. Nur weil er heute ein Tor macht, werde ich jetzt hier keine Prognosen aufstellen. Dennoch lobende Worte für ihn. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Danke, Benno Mühlmann. Und wir geben weiter ab wieder zu unserem Kommentator mit der zweiten Halbzeit. Das Derby. Blau gegen Rot. 60-2 gegen Bayern 2 mit Stefan Kumberger. Wir fackeln nicht lange rein in den zweiten Abschnitt, denn die Löwen waren an diesem Tag einfach von der ganz schnellen Truppe. 5 Minuten nach Wiederanpfiff ging es ratzfatz. Und da ist es, das 2-0. Nicolas Andermatt macht alle blauen Fans glücklich und stürzt den FC Bayern in tiefe Depression. Ein super Tor und wieder war es das Torwart-Eck. Das ging für die Defensive der Gäste einfach zu schnell. So hältst du oben nicht mit. Überraschend, wie sich der FC Bayern hier den Schneid so einfach abkaufen ließ. Das sah auch der Trainer so. Heiko Vogel hatte die Faxen dicke, frisches Blut in Minute 55. Kurt und Bösel kamen für Weihrauch und Hägler. Und kurzfristig half es etwas. Die Roten machten Druck und plötzlich gab's Aufregung. Handspiel im Strafraum der Löwen, wilde Proteste, aber Schiri Günther Perl war sich da ganz schnell sehr sicher. Und die Zeitlupe gibt ihm recht. Andreas Scheidel bekommt die Kugel da klar an die Brust, richtig gesehen. Die darauffolgende Ecke, scharf hereingebracht und wieder Aufregung. Wieder wird da Handspiel reklamiert und wieder brauchen wir die Zeitlupe. Die Sache diesmal etwas kniffliger, aber hier Absicht zu unterstellen wäre vermessen. Und nur die Absicht entscheidet schließlich über strafbares Handspiel oder nicht. Auch hier Perl also mit der richtigen Entscheidung. Daniel Birovka angespannt, aber siegessicher. Zu Recht, denn die Löwen waren dem 3-0 näher als die Bayern dem Anschlusstreffer. Beste Belege diese Szene, bei der Rössl gut pariert und die darauffolgende Gelegenheit, eine Viertelstunde vor Schluss, Felix Weber ist da im Pech. Aber den Treffer brauchten er und seine Kollegen gar nicht mehr, denn die Blauen brachten das Ergebnis locker nach Hause. Ein bitterer Tag für den FC Bayern, verlieren im Derby darf man, aber mit so einer Leistung, das darf einfach nicht passieren. 60-2, Bayern 0. Beide Trainer jetzt bei uns, nämlich der von der gewinnenden Mannschaft Daniel Birovka, gerade vom Zaun gestiegen, und Heiko Vogel. Wir beginnen natürlich mit dem Gewinner. Daniel, die Fans feiern nach wie vor. Was geht in Ihrem Kopf gerade durch, wenn Sie diese Szenen sehen und Sie sind gerade noch auf dem Zaun gestanden? Nee, das ging ja bloß darum, die Fans haben mich gefordert und das ist, glaube ich, unhöflich, wenn man es dann verneint. Aber für uns waren einfach erstmal die 3 Punkte wichtig, auch wenn es ein Derby ist. Aber wenn man auf die Tabelle geschaut hat, auf die Ergebnisse gestern, dann waren erstmal die 3 Punkte heute wichtig. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich bin einfach bloß froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Heiko Vogel, bei Bayern München ist mir heute etwas abgegangen. Die Leidenschaft, wo war die? In der ersten Halbzeit noch da, in der zweiten Halbzeit habe ich sie gänzlich vermisst. Insofern Gratulation an die Löwen, die aufgrund der zweiten Halbzeit völlig verdient als Derby-Sieger hier vom Platz gehen. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass vor allem nach einem 0-1 Rückstand zur Halbzeit die Leidenschaft gänzlich fehlt? Ja, eine Erklärung ist, glaube ich, immer im Prozess zu sehen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich fehlende Mentalität meiner Mannschaft vorwerfen kann. Und heute war es natürlich besonders augenscheinlich, weil wir mit den Löwen einen Gegner gehabt haben, die genau da eine unglaubliche Stärke gehabt haben und somit völlig verdient aufgrund der zweiten Halbzeit das Ding heimgefahren haben. Daniel, ein Derby-Sieg ist doppelt schön, vor allem für Sie als Urlöwe.
aber nach den zwei verloren gegangenen Siegen dreifach wichtig fast schon. Ja, wie gesagt, wir können uns heute freuen und ab morgen zählt nur noch Memmingen. Weil das ist, wie gesagt, nichts ist älter als der Sieg von gestern. Und wir müssen schauen, dass wir weiter in Punkten, wir sind nicht unten raus. Es wird noch ein ganz hartes Stück Arbeit bis zum Schluss. Und das ist einfach uns erstmal wichtig. Und ab morgen geht rein, Konzentration Richtung Memmingen.